Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir dieses interaktive Video teilen, wo wir anhand des Tarots mal herausfinden möchten, lohnt es sich auf diese Person zu warten oder sollst du vielleicht hier einen Abschluss schließen? Das heißt, sollst du auf diese Liebe wirklich weiterhin bauen, hoffen, bangen, investieren oder ist es vielleicht an der Zeit zu sagen, Ende aus Mickey Mouse? Es ist völlig Wurst, ob du in einer Dreieckskiste bist, ob du in einer Seelenkonstellation bist und momentan einfach am Ende deiner Kräfte bist, ja? Ob du in einer Partnerschaft bist, die etwas konfliktiver ist, eine langfristige Ehe schon von über 10, 20, 30 Jahren, es ist egal, was es ist, okay? Pass es auf deine jeweilige Lebenssituation, Glaubensrichtung, Geschlechtsorientierung an und vor allen Dingen auf diesen Menschen, um den es hier geht. Okay? Du hast heute zwei Optionen. Option 1, der astrologische Würfel. Option 2, das Steinchen mit dem Herzchakra. Okay? Lass die Energien auf dich fließen. Schau dir das Video auch gerne bis zum Schluss durch. Okay? Wichtig ist einfach nur, dass du das von diesem Video dir rausziehst, was für dich stimmig ist, was dir gerade gut tut, was dir hilft. Okay? Und wenn du weitere Fragen hast, wenn du mehr wissen willst, ja, schreib mich für eine private Legung an, auch für zielorientierte Therapien. Ich bin jederzeit bereit, dir einen Termin zu geben, wo wir tiefgründiger in deine Situation hineinhorchen, okay? Ich fange an mit dem astrologischen Würfel. Ich bitte dich wirklich, konzentriere dich auf dich, auf deinen Herzensmenschen, um die Person, um die es geht und frage dich immer wieder, soll ich warten? Lohnt es sich für diese Beziehung einzustehen, zu warten? Lohnt es sich hier wirklich zu warten? Okay? Diese Karte wollte sprechen, ja, schau mal. Das Rad des Schicksals sagt dir ein klar und deutliches Ja. Warum? Weil wenn wir das Rad des Schicksals haben, ja, ist es immer ein Zeichen dafür, dass es hier eine Begegnung ist, die nicht nur vom Schicksal bestimmt ist, ja, sondern dass es hier auch eine Veränderung geben muss. Warum? Weil ihr entweder hier kein Gleichgewicht habt, das heißt, ihr habt vielleicht nicht die gleichen Ansichten, ihr geht mit Situationen vielleicht anders um wie dein Partner, deine Affäre, dein Herzensmensch, okay? Das Wichtigste ist aber hier, lohnt es sich zu warten, definitiv. Warum? Weil diese Beziehung ist gerade in einem Veränderungsprozess drin. Das heißt nichts anderes, immer und dann, wenn ihr beide oder du zumindest, ja, versuchst eine gute Kommunikation zu deinem Gegenüber zu haben, ihm oder ihr zu erklären, was dich bedrückt, ja, warum du gerade vor einer Entscheidung stehst, warum dein Kopf gerade vor lauter Gedanken zerbricht und du einfach nicht weißt, wie du die Kontrolle über die Situation vielleicht lösen kannst, ja, damit du entspannter bist oder halt sag, mir gerät das Ganze aus dem Ruder, ich weiß gar nicht, wo meine Reise mich hinführt mit dir, ja. Zum Beispiel zu sagen, ich kriege zu wenig Aufmerksamkeit oder du schreibst mir zu wenig oder ich habe das Gefühl, du distanzierst dich immer mehr von mir. Ich habe das Gefühl, wenn du eine Affäre bist, ja, du wirst dich nicht für mich entscheiden, weil diese negativen Aussagen, ja, die du anders positiv formulieren kannst, aber es ist der gleiche Inhalt, nur anstatt es negativ zu dekretieren, zu sagen, du wirst dich eh nicht für mich entscheiden, könntest du hingehen und zu sagen, dass du gerade unsicher bist, weil du nicht weißt, wie derjenige sich entscheiden wird. Also dekretiere nicht, dass man schon gegen dich ist, okay? Das Wichtigste ist aber hier, dass diese Beziehung sich lohnt, noch voranzutreiben, auf jeden Fall. Das Wichtigste ist hier einfach nur, dass du erkennst, dass das eine Prüfung ist. Eine Prüfung, um zu schauen, wie stark sind die Gefühle. Um zu erkennen, ist es Liebe, ist es emotionale Abhängigkeit, ist es vielleicht nur eine sexuelle Passion, ja, eine Anziehungskraft, die nicht auf Herzensebene besteht. Was ist es hier wirklich? Und hier kann man wirklich hingehen und sagen, es kommt eine neue Stabilität rein in diese Partnerschaft, in diese Affäre, ja, in diese Konstellation. Aber wichtig ist erstmal, dass ihr A, wirklich wisst, wo euer Standpunkt ist, was ihr real wollt. Wollt ihr wirklich diesen Menschen noch weiter mit diesen Energien begleiten, dass ihr unsicher seid, okay, dass ihr euch emotional auch abhängig macht, dass ihr einfach traurig seid, dass ihr wutentbrannt seid manchmal, dass ihr immer wieder vor Entscheidungen geratet, soll ich gehen, soll ich bleiben. Bittet auch die geistige Welt, vor allen Dingen auch die Engel um Hilfe, okay. Ich entscheide mich für das, was meinem höchsten Wohle dient. Das ist eine ganz tolle positive Affirmation, die ihr euch immer in jeder Lebenssituation zu Herzen nehmen solltet. Hier geht es darum, dein Gegenüber hat auch Gefühle für dich. Okay? Er oder sie kann es vielleicht nur mal nicht so ausdrücken, weil es vielleicht hier wieder um eine Affäre geht, weil ihr einfach verloren habt, einen Dialog zueinander zu finden, weil ihr vielleicht einen Scheidungsprozess gerade durchlebt, ja, oder einer von euch beiden hat sich gerade getrennt von seinem Partner oder überlegt vielleicht auch gerade, sich zu trennen, wenn du in einer Affäre bist. Die Affären sind momentan ganz populär, aus welchen Gründen auch immer, deswegen ziehe ich die hier auch mit rein, okay? De facto ist, lohnt es sich für diese Beziehung zu investieren? Ja. Ihr seid beide gerade in einem guten, fruchtbaren Moment. Es ist ganz egal, ob dein Gegenüber so reagiert, wie du es möchtest, oder ob er oder sie mit Abstand reagiert oder mit Wutausbrüchen vielleicht oder mit wenig Kommunikation. Hier wird nach
Eine Zeit der Transformation, nach einer Zeit des Wartens kommt hier etwas in Bewegung, ja, wo du die Zügel in der Hand haben wirst. Auch wenn jetzt alles nicht danach ausschaut, lass dich vom Leben überraschen. Okay? Hier wird dein Gegenüber sich eine gewisse Zeit für sich nehmen müssen, um drüber nachzudenken, ist ganz klar, ja, um dich auch mal anzuschreiben, um sich auch mal bemerkbar zu machen. Aber vor allen Dingen dieser Belast, der von Seiten deines Partners kommt, von deinem Wunschpartner, von deinem Ehepartner, okay? Ist sehr groß, aus welchem Grund noch immer. Er oder sie muss sich wieder mit sich selbst in Verbindung setzen. Hier gibt es eine Versöhnung zwischen euch beiden. Ja? Es kann auch sein, dass ein Ex-Partner auf einmal wieder ins Leben kommt und deswegen ist dein Gegenüber oder du vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen. Ihr habt hier die Wahl. Es lohnt sich, für diese Beziehung einzustehen, definitiv. Okay, es wird was länger dauern, es kann auch ein bisschen was holprig werden, aber schlussendlich, wenn ihr ausdauernd seid, wenn ihr ehrlich seid, wenn ihr auf Gefühlsebene wieder kommuniziert, wenn ihr auch versucht, eine Reise zu planen, ein Wochenende, euch mal wieder zu sehen, alleine, ohne Stress, ohne Kinder, ohne Verpflichtungen, ohne Druck, einfach nur die Liebe, den Körperkontakt, ja, diese Passion wieder spürt und euch wieder gegenseitig hingebt, okay, könnt ihr hier aus diesem Impuls der Liebe heraus, der gemeinsamen Empfindung heraus, wirklich nochmal das Rad rumdrehen. Gehörst du aber zu den Menschen, die sagt, ey Alena, pass auf, ich habe die Faxen dicke, ich habe echt lang genug gewartet, ich habe keinen Bock mehr, kann sich hier eine Trennung vollziehen, definitiv. Während dieser Trennung hast du die Option, entweder diesen Menschen nach einer Zeit des Wartens nochmal in dein Leben zu lassen oder eine komplett neue Liebe. Also du hast wirklich hier die Möglichkeit, diese Partnerschaft, diese Affäre wirklich nochmal aufleben zu lassen, immer und dann, wenn du es wirklich willst. Wenn du dich für diesen Menschen entscheidest, egal was dazwischen steht, okay, egal welche Hilfe du brauchst, nimm sie in Anspruch, beruhige deine Seele, nähere dich mit dem, was wichtig ist, raus aus Angst, raus aus destruktiven, negativen Gedanken, aber halte wirklich an dieser Partnerschaft fest, wenn dein Herz und deine Seele und dein ganzes Sein danach schreit. Es kommt eine Veränderung, die positiv sein wird, es wird ein bisschen dauern, aber es wird kommen. Entscheidest du dich dagegen, okay, kann dieser Mensch nach einer gewissen Zeit der Trennung nochmal auf dich zukommen und dann erst nochmal eine tolle neue Liebe mit den alten Partnern entstehen oder eine komplett neue Beziehung. Aber so wie es ausschaut im Moment, ja, es steht viel dazwischen, Lügen, Intrigen, Geheimnisse, Unsicherheiten, andere Partner noch, ja, vielleicht weißt du nicht einmal darüber Bescheid, dass er dich noch betrügt oder noch jemand anderen hat. Also redet, okay, geht in eine ehrliche Kommunikation. Die Frage war, soll ich warten? Ja, nein, ja, du sollst warten, aber du sollst nicht nur warten, sondern sollst wirklich reden und offen sagen, was du möchtest und was du nicht möchtest. Okay, deine Grenzen ziehen, das ist das Allerwichtigste hier. In Option Nummer 2, das Steinchen mit dem Herzchakra. So, lohnt es sich für diese Partnerschaft, oh, hier ist ganz viel Energie, guck mal, hier ist ganz viel Energie drin. Lohnt es sich für diese Partnerschaft zu warten? Lohnt es sich auf diese Partnerschaft zu warten? Was sagt dir das Tarot? Guck mal, ja, auch hier, schaut mal, wir haben auch hier in Option Nummer 2, ja, haben wir ein ganz klares Ja. Die Karte der Sonne ist die Karte der geistigen Welt, der Engel, Gott, die geistige Welt, die wirklich dir Zeichen sendet, die dir immer wieder Kraft gibt, weil du machst gerade eine sehr schwierige Situation durch. Auf der einen Seite beflügelt sich diese Liebe, beflügelt sich auch diesen Menschen zu sehen, aber auf der anderen Seite hast du vielleicht auch gerade so Momente, wo es ein bisschen schwerfällig ist. Wir reden hier besonders über Menschen, die in einer Verbindung sind, in einer Partnerschaft sind, in einer Verlobung, die auch verheiratet sind, ja, die eigentlich eine gute Verständigung haben, aber auf der anderen Seite auch so einen Freigeist verspüren, okay? Es ist jetzt ein guter Moment, um in eine Klarheit zu kommen. Auch hier ist es wieder so, dass ihr reden sollt, ja, dass ihr euren Gesundheitszustand wirklich damit animiert, nochmal ein bisschen besser zu werden. Das heißt, ich habe hier Menschen, die aufgrund dieser Partnerschaft durch diesen Gedankenkarussell wirklich auch erkranken können oder schon erkrankt sind. Es geht hier darum, dass ihr habt hier eine tolle Möglichkeit, weil diese Verbindung ist eine Verbindung, die von der geistigen Welt geschaffen worden ist, okay? Im Moment ist es so, dass ihr mit Reden viel bewirken könnt, aber eine große Veränderung wird auch trotz allem Reden nicht kommen. Warum? Es fehlt an Flexibilität, es fehlt auch um Klarheit, es fehlt hier an Willensstärke, ja? Es geht hier darum, dass manchmal eure Egos viel zu groß sind. Diese Vitalität, diese frei sich fühlen, ja, den anderen auch führen zu können, den anderen auch begleiten zu können, gemeinsam in einem Rhythmus der Liebe wieder zu schwimmen, ja, ist ein bisschen getrübt. Nach außen hin scheint alles gut zu sein, deine innere Stimme sagt dir aber, irgendwas läuft nicht rund, aus welchen Gründen auch immer, hast du eine große Unzufriedenheit in dir? Bist du es nicht, ist es dein Gegenüber und er sagt dir das nicht oder sie sagt dir das nicht, ja. Hier geht es darum, dass wir eine Scheidung verhindern können langfristig. Wenn du jetzt einer der Menschen bist und sagst, ey Alena, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich trenne mich, ich lasse mich scheiden. Aber ein Teil in dir sagt, es ist noch nicht der Moment.
Ja, es kann also hier eine Scheidung verhindert werden, immer und dann, wenn ihr auch hier wirklich den Mut habt, zu euch zu finden, wenn ihr auch hier wirklich den Mut habt, deinem Gegenüber zu sagen, was wirklich deine Baustelle ist, was du auch real empfindest. Leute, in dem Tarot, ja, haben wir immer wieder das Thema, dass die Menschen nicht über ihre Gefühle reden oder zu wenig. Lasst los, was euch bedrückt. Lasst auch Schmerzen aus der Vergangenheit los. Lebt diese neue Partnerschaft, ja, die ihr hier aufbauen könnt mit eurem Partner, egal ob ihr 30 Jahre verheiratet seid, lebt sie neu auf, behütet und beschützt diese Partnerschaft, weil schlussendlich ist es so, dass die Option 2, egal ob ihr zusammenlebt, egal ob ihr jetzt mehr oder weniger Kontakt habt, okay, eigentlich reden wir hier über verheiratete Paare und Paare, die fest schon zusammen sind, die aber gerade eine Bewusstseinskrise durchmachen, einen inneren Ruf, der sagt, auf der einen Seite möchte ich gerne mein Leben mit dir teilen, aber auf der anderen Seite ruft mich die Freiheit oder dein Partner ruft gerade die Freiheit, ja. Also ich habe hier nicht jetzt unbedingt eine Dreieckskiste. Bist du hier aber trotzdem in einer Dreieckskiste in Option Nummer 2 gelandet, ja? Ist es hier, dass man eine Trennung aus dieser Konstellation auf der einen Seite will, wenn man die Faxe dicke hat, aber das Herz ist gebunden. Und hier solltest du wirklich aufpassen und dich dem Strom des Lebens ergeben. Fließe mit ihm, okay? Fließe einfach mit dieser Energie und lasse erstmal alles so fließen, wie es ist, ohne auf Trotz zu reagieren, ohne hartnäckig auf etwas zu bestehen, ja, ohne Botschaften, Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten, vielleicht Telefonate falsch zu interpretieren, sondern auch hier sagt dir das Tarot, du hast die Möglichkeit, hier eine Liebe zu leben, aber die wird ein bisschen kraftaufwendig sein, okay? Es kommt Bewegung ins Spiel, ja, nach einer gewissen Geduldsprüfung. Ihr könnt hier euch nochmal tolle romantische Momente auch gönnen, auch diese Affären vielleicht auch, ja? Das Wichtigste ist aber hier, dass ihr versteht, dass der Sinn des Lebens darin besteht, aus der Ruhe heraus, aus der Reinheit heraus, Kompromisse mit euren Partnern zu schließen, ja, eure Beziehungen zu intensivieren. Das, was deine Seele gerade braucht, kannst du in deinem Partner finden, egal wie er oder sie manchmal reagiert. Okay? Es kann auch sein, dass der eine von euch ein bisschen autoritärer ist, dass ihr vielleicht manchmal einfach überfordert seid und deswegen anfangt, über unnötige Sachen zu streiten. Es ist so viel im Raum, Leute, hier in Option Nummer 2. Ich kann euch aus Zeitgründen leider Gottes nicht alles sagen. Ja? Wichtig ist einfach nur, hat es hier eine Chance? Definitiv. Aber auch hier, ja, müsst ihr wirklich das Ruder rumdrehen. Habt ihr Kinder, seid verantwortungsbewusst, werft euch nicht immer so viele negative Sachen an den Kopf. Entscheidet aus der Liebe heraus, aus der Sicherheit heraus. Ihr habt die Möglichkeit, diese Partnerschaft, die eigentlich gar nicht so schlecht ist, auch die Affäre, die gar nicht so unter Druck steht, okay, sondern auch die Fernbeziehung nicht, sondern ihr habt einfach ein inneres etwas, was euch daran hindert, komplett auf diesen Menschen zu vertrauen, komplett euch in dieser Partnerschaft wiederzuspiegeln. Auch wenn du mir sagst, nee, Alena, das ist nicht so, dann ist es dein Gegenüber. Es gibt hier eine Angst, sich komplett zu öffnen. Es gibt hier eine Angst, sich komplett zu binden. Es gibt hier für die eine oder andere entweder eine Mutter. Ja, entweder bist du Mutter und du bist zu sehr aufopfernd für deine Kinder. Ja, oder einer von euch beiden ist sehr feinfühlig. Oder hat sehr viele Mutterinstinkte. Andersrum haben wir aber auch den Schmerz, den Verlust einer Mutter oder eine Mutter, die sich zu sehr einmischt. Auf der anderen Seite können wir aber auch eine Energie haben von einer mütterlichen Person, die vielleicht einen Ratschlag gibt für diese Partnerschaft und euch helfen könnte, eine Therapeutin vielleicht auch. Oder in diesem Falle könnte ich das auch sein, mit einer Tarotlegung bzw. mit einer zielorientierten Therapie. Es kann aber auch durchaus sein, dass sich hier gerade wieder einmal, ja, zum Ende hin die Dreieckskiste widerspiegelt, weil wir haben hier auch noch eine andere Frau. Wichtig ist, heilt diese Schmerzen, die ihr alle habt, egal in welcher Option ihr euch wiedergefunden habt. Ja? Seid immer offen und ehrlich zueinander, redet aus dem Herzen heraus, setzt eure Grenzen, Leute. Ja? Bleibt nicht in einer Konstellation, wo ihr euch nicht wohlfühlt, bleibt nicht mit einem Menschen zusammen, nur aus Abhängigkeiten, nur der Kinder wegen, sondern hier solltet ihr wirklich bei jemandem bleiben oder mit eurem Leben mit jemandem teilen, wo ihr genau wisst, es lohnt sich. Okay? Hier kommen krasse Veränderungen auch in Option Nummer 2. Weil vielleicht auch irgendwann rauskommt, dass es doch um eine Affäre ging halt, ja, und dein Mann hat dir das verheimlicht oder du hast das deinem Mann verheimlicht. Aber in erster Linie sehe ich hier eine Transformation, weil aus der Liebe heraus, die man hier hat, es lohnt sich für diese Partnerschaft einzustehen, definitiv. Aber auch hier kommt ein krasser Entwicklungsprozess auf euch zu, den ihr gar nicht mehr aufhalten könnt, der richtig und wichtig ist, damit sich auch hier wieder alles ins Gleichgewicht bringen kann, ja. Raus aus Ängsten, raus aus Sorgen, raus aus Verzweiflungen. Nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Auch hier in Option Nummer 2, Leute, es lohnt sich wirklich hier
nochmal jeden Einsatz zu zeigen, flexibel zu sein, Licht in diese Partnerschaft zu bringen, kluge und weise Entscheidungen zu treffen, auch den Partner zu fragen, was möchtest du, dass sich ändert, wie kann ich dich glücklich machen, ja, oder ich habe die und die Bedürfnisse, was für Bedürfnisse hast du heute, okay? Also wir haben es hier echt mit Eheleute zu tun, langfristige Beziehungen, Fernbeziehungen, aber auch am Ende kommt nochmal die Affäre ans Licht, ja, es geht hier auch um eine Affäre, für die einen oder anderen, also gibt es eine Transformation, wenn ihr wirklich zu den Menschen gehört und sagt, Aline, ich habe die Schnauze voll, egal was das Tarot mir sagt, treff die Entscheidung zu deinem höchsten Wohle, trenne dich, wenn es für dich das Richtige ist, damit du erstmal zu Kräften kommst, erstmal deine Emotionen wieder heilen kannst und dann in Ruhe entscheidest, was du wirklich real möchtest, egal wie viel Zeit verstreicht, okay? Leute, ich werde dieses Video heute beenden. Viele von euch, ihr wisst, unsere Hündin Maya wurde das zweite Mal notoperiert. Und sie ist deswegen noch nicht ganz über den Damm. Und deswegen halte ich meine Videos auch momentan ein bisschen kurz oder kürzer, weil mein Mann und ich immer Wache halten und sie regelmäßig auch versorgen müssen und, und. Deswegen werden auch meine Chats im Moment noch ein bisschen, vielleicht ein, zwei Wochen hingehalten werden. Also vielleicht schaffe ich es am Wochenende nochmal, wenn es Maya besser geht, okay. Andernfalls starte ich danach die Woche auf jeden Fall schon, damit ihr eure Fragen alle beantwortet bekommt. Leute, seid flexibel, seid ehrlich, bringt Licht in euer Leben, ja, trefft gute und weise Entscheidungen. Eure Entscheidungen führen euch dorthin, wo ihr gerade seid, ja, alte Entscheidungen. Und neue Entscheidungen können dich dorthin führen, wo du hin möchtest. Also trefft die Entscheidung aus dem Herzen heraus, aus der Ruhe, aus der Sicherheit, aus der Liebe zu euch selber. Leute, ich wünsche euch alles erdenkliche Liebe. Danke, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, für eure Likes, für eure Abos, ja, dass ihr meinen Kanal wirklich auch so toll unterstützt. Und wie gesagt, ihr wisst alle, ja, ich bin mit meinen Terminen schon etwas im Voraus, aber ich finde immer einen Zwischentermin für den einen oder anderen, wenn ich spüre, dass die Energie sehr, sehr wichtig ist und dringend ist, okay? Zielorientierte Therapien, eine Tarotlegung, schreibt mich einfach an und ich bin gerne bereit, euch zu helfen, okay? Leute, ich wünsche euch alles erdenklich Liebe und wir hören uns. Bis dahin, bye!